Hallo, heute möchte ich euch ein spezielles Gericht vorschlagen. Und zwar ist es so eine Abwandlung von diesem türkischen Rezept, dieses Lahmacun oder Lahmacun. Irgendwie wird es schon richtig sein, eins von beiden. Und das habe ich abgewandelt. Und ich stelle es euch vor, da könnt ihr gucken, wie ich das mache, ob das euch gefällt oder nicht. Da könnt ihr es nachmachen. Benötigen tun wir dazu 400 Gramm Rinderhack, 2 Peperoni. Wer es nicht so scharf mag, der nimmt halt einfach keine 2, sondern vielleicht eine. Und dann brauchen wir noch 2 Karotten, 4 Tomaten, eine Zucchini und diese Mini-Paprika. Die haben ein schönes Aroma und vor allem nicht so eine dicke Haut. Dann brauchen wir ein kleines bisschen Ingwer. Wir nehmen natürlich den Ingwer nicht ganz, nur ein kleines Stück. Und dann auch eine kleine Zehe Knoblauch. Ist auch ein bisschen größer ausgefallen, die Knoblauchzehe. Eine Zwiebel, glatte Petersilie. Und zum Würzen brauchen wir Pfeffer, Salz. Und hier drin habe ich einen Thai-Curry. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Curry nehmen. Oder auch den Curry weglassen. Wie schon gesagt, das ist ein Vorschlag, wie ich das mache. Und jeder kann das nach seinem Belieben umändern. Und jetzt geht's los. Jetzt haben wir die Sachen klein geschnitten. Und die sollten wir schon schön klein machen. Weil jetzt verrate ich nämlich auch, was ich anders mache. Ich tue es nämlich in einen Pfannkuchen wickeln. Das Originalrezept, dann wird es ja roh mit dem Fleisch auf diesen Teig geteilt und dann im Backofen ausgebacken. Ich tue das in der Pfanne anbraten, das Gemüse, und tue das dann, wie schon gesagt, in den Pfannkuchen. Man kann auch sicher ein Wrap nehmen und da reinwickeln, aber ich finde diese Idee super gut und die biete ich euch an und könnt danach machen. Wie schon gesagt, ich finde es außerordentlich lecker. Und jetzt fangen wir an mit dem Anbraten. So, ich schalte jetzt mal die Herdplatte ein, volle Leistung, und tue etwas Olivenöl in die Pfanne. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis das heiß ist, und anfangen tun wir mit den Zwiebeln. Und dann tun wir als erstes, wie schon gesagt, die Zwiebel rein. So, bevor das Fleisch rein tue ich etwas Zucker rein. So ein kleiner Teelöffel reicht vollkommen. Auflösen lassen. So, jetzt sieht es wunderbar schön aus. Und jetzt kommt das Hackfleisch dazu. Den Ingwer in die Chili reinzutun. Jetzt kommt der Knoblauch rein. Jetzt kommen die Karotten rein. Als nächstes kommt der rote Thai Curry, weil den muss man mit anbraten, unbedingt. Jetzt tun wir die Paprika rein.
Jetzt kommen die Tomaten rein. Und die Zucchini tun wir auch gleich rein. Die brauchen ja nicht so lange. Können wir anfangen mit Würzen und da tun wir als erstes Salz rein. Ich mache jetzt hier mal aus. So, die glatte Petersilie rein. Die schwenke ich jetzt bloß noch mal so mit. Jetzt erst den Pfeffer rein, weil wenn man früher reintut, hat man vom Pfeffer überhaupt nichts. Das Aroma verflüchtigt relativ schnell, also nach 2 Minuten ist da nichts mehr da. Deswegen schalte ich ab und tue das dann mit der Restwärme, lasse ich dann auch das hier voll gar ziehen. So, so sieht jetzt die fertige Mischung aus und jetzt zeige ich euch, wie ich das in diesen Pfannkuchen reinwickle. Vorher gibt es noch einen Salat, den ich dazu mache. Und zwar mit schön sauer mit Zitrone angemacht, weil ich ja die Zitronen, die ich nachher nehme, einfach nicht wegschmeißen will, tue ich da noch von der Haut was reinreiben. Da müsst ihr bloß aufpassen, nicht so viel von dem Weißen mit reintun, weil das schmeckt auch ein bisschen bitter. Um unseren Pfannkuchen perfekt zu wickeln, brauchen wir noch einen Salat. Und den machen wir jetzt. Da brauchen wir eine kleine Schalotte. Gleich etwas Olivenöl rein. Ich kann das hier ein bisschen und der Zwiebel Aroma nehmen. Jetzt schneiden wir den Salat. Und das schneiden wir hier ein bisschen raus. Weil so harte Teile, die machen unseren Pfannkuchen kaputt. Da kommt jetzt rein Pfeffer. Je nach Geschmack, nicht so viel. Salz. Der darf richtig rezent schmecken, dieser Salat. Und die Zitrone. Da haben wir ja vorhin die Schale hier abgerieben. So, jetzt sind alle Zutaten drin. Tun wir schön verrühren. Lassen den ein bisschen durchziehen. So ein paar Minuten. Und dann können wir unsere Pfannkuchen endlich mal wickeln, füllen. Tun wir von unserem leckeren Gemüsehackfleischpfanne da was drauf. Muss man aufpassen, da darf man nicht zu viel drauf machen. Und da unten lassen wir frei. So, jetzt von dem Salat was drauf. Den noch mal rühren. Bisschen noch. So. So, und dann wickeln wir den. Den schlagen wir jetzt hier einfach so um. Einmal so rum. Und dann drehen wir unseren Teller. Und machen das hier so zu einer Tasche. Ein bisschen stramm,
machen. So sieht es dann aus. Und ich denke, das sieht doch lecker aus. Schmeckt auch wunderbar. Viel Erfolg beim Nachmachen und guten Appetit.